Hi, ich bin heute nicht als Redakteur hier, sondern als Fan. Ich interessiere mich nämlich sehr für Science Fiction, schaue das gerne, gucke gerne Star Wars, Star Trek, lese Bücher darüber, weil es mich einfach anregt, weil es mich begeistert, weil ich diese Welten toll finde, die so viele Leute erfinden und über viele Jahre und es wird gefühlt immer mehr. Und jetzt ist was passiert, worauf ich eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit gewartet habe. Es ist ein Buch erschienen, die Geschichte der Science Fiction, wo eigentlich mal wirklich drinsteht, wann es losging, was da passiert ist, wie das Ganze funktioniert, wo ich auch lerne, warum ich das eigentlich cool finde. Und was besonders toll ist, derjenige, der es geschrieben hat, ist ein Kollege von mir, der mit mir hier im selben Haus arbeitet, Dietmar Dart aus unserem Feuilleton. Das Buch heißt Nie Geschichte, ist gerade erschienen, hat er auf 1000 Seiten aufgeschrieben, wie das Ganze funktioniert eben. Und ich habe ihn mir heute eingeladen, um mit ihm genau darüber mal zu sprechen, aber nicht nur über das Buch, sondern über die Science Fiction generell. Da bist du ja, Dietmar. Ich würde gerne wissen, was eigentlich Science Fiction ist. Du hast ja das Buch geschrieben, Nie Geschichte, auf das ich eigentlich schon wirklich eine Weile warte, wo das endlich mal drinsteht und erklärt steht. Aber jetzt noch mal für alle und ganz kurz, ist ja nicht nur Star Wars, sondern viel, viel mehr. Was ist eigentlich Science Fiction? Von da, wo ich stehe, ist eigentlich das Komische, dass es was anderes gibt außer Science Fiction. Denn Literatur, Kunst, Filme, Comics, alles das, was uns sozusagen begeistern kann an Kunst, muss ja ein bisschen was mit unserem Leben zu tun haben. Und tatsächlich ist es so, diese ganzen Bücher, die irgendwie Sozialprobleme oder Innerlichkeitsbefindlichkeiten verhandeln, die haben mit meinem Leben nichts zu tun, sondern wir leben in einer Welt, wo, wie Greg Egan, den ich für den besten lebenden Science-Fiction-Autor halte, mal gesagt hat, wir unglaubliche Dinge rausgekriegt haben, die vor ein paar hundert Jahren keine Sau gewusst hat, wie der Elektromagnetismus funktioniert, was Schwerkraft ist. Und wir sind umgeben von Computern und allem möglichen Kram. Und in der Kunst, in der Literatur nichts vorkommen zu lassen, was Science heißen kann, was irgendwie mit unserem Wissen, Können und Dürfen zu tun hat, das ist, wie Egan gesagt hat, pathetically blinkered and myopic, das heißt auf armselige Weise Scheuklappen bewährt und kurzsichtig. Ein Kind wird in die Vergangenheit gespült und wird nie erklärt, wie das passiert. Ist genauso Science Fiction wie ein unglaublich technischer, physikalischer, biologischer Roman von Nancy Kress oder Greg Egan, die sich total auskennen mit dem Zeug. Wie kann das alles Science Fiction sein? Deswegen habe ich 1000 Seiten gebraucht, weil in der Tat, um nicht so eine Müllhalde zu machen, wo ich einfach nur aufzähle, da kommen Roboter vor, da kommen Klone vor, da kommen Zeitmaschinen vor, habe ich versucht mal zu beschreiben, was hat denn das mit Wissenschaft, Technik und unserem Leben zu tun? Wie ist das gemacht und nicht, was kommt da drin alles vor? So, und die Art, wie es gemacht wird, ist tatsächlich das Entscheidende an der Science Fiction. Es ist nämlich nicht einfach Wissenschaft, sondern es ist wie Wissenschaft. Was heißt das? Die Entstehung ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo das Ding zwar noch nicht seinen Namen hat, den kriegt es erst in den 20er Jahren, im 20. Jahrhundert. Ich muss jetzt mal gerade noch drauf kommen, weil das natürlich nicht beliebig weit zurückgeht, denn auch wenn du sagst, es ist sehr, sehr vieles, aber so historisch sagt man schon, es ist ungefähr, also so im späten 19. Ich kann dir genau sagen, wann es ist, weil wir haben alle eine Mutter, die heißt Mary Shelley, hat den Frankenstein geschrieben und die hat ein Vorwort zum Frankenstein geschrieben und hat gesagt, hier drin ist kein Märchen, hier sind keine Feengeschichten, obwohl es was ist, was es nicht gibt. Ja. Und hier ist aber auch nicht Grusel vor Fleisch und Gespenstern, sondern es ist was Drittes. Und das ist einfach, da hat sie genau die Kategorien, die du in jedem Buchladen oder in der, früher noch in der Videothek, als ich klein war, oder jetzt vielleicht irgendwie bei Saturn sehen kannst. Nämlich die Gespenstergeschichten ist der Horror, da geht es um dein Fleisch und diese Geschichten. Fantasy ist halt, der Mann mit dem langen Bart wird schon ein Zauberer sein. So, das ist dann Fantasy, Schwerter. Ja. Und dieses Dritte, das sich damit beschäftigt, ist Science Fiction. Enterprise auch so mächtig wie ein Zauberer, aber es hat irgendwie Technik. Naja, es hat nicht irgendwie Technik, das wären wieder die Requisiten, sondern der Punkt ist, alle drei handeln von Zeug, was du nicht checken kannst. Also niemand kennt einen Zombie und niemand kennt einen Roboter, der denken kann. Aber sie machen dich bereit dafür, dir die Geschichte anzuhören auf verschiedene Arten. Fantasy macht es, indem es dich an was erinnert, was Kinder glauben oder andere Leute früher geglaubt haben oder irgendwelche anderen Kulturkreise glauben. Also sagt Zauberer, Weihnachtsmann. Horror macht es, indem es von Sex oder Grusel spricht, also von deinem Körper. Und Science Fiction macht es, indem es tatsächlich von Dingen spricht, die aufgebaut sind wie ein wissenschaftliches Ding. Ich will ein Beispiel nennen, damit es klar ist. Jules Verne hat zu seiner Zeit Sachen geschrieben über U-Boote, über Propellerflugzeuge, die absolut auf dem Boden waren der Physik, die es gab. Ja. Und dann schreibt H.G. Wells über eine Mondreise. Die Kanonenkugel. Genau. Und schreibt eben Jules Verne auch darüber, wie man zum Mond kommt. Kanonenkugel, weil gibt es. Müssen wir halt mehr Wumms dahinter packen. Ja. Und H.G. Wells geht hin und sagt, ein Professor Cavour hat einen Stoff entdeckt, das Cavorit, und das hebt die Schwerkraft auf. Das ist keine Wissenschaft, es ist aber wie Wissenschaft. Ja. Weil in der Wissenschaft haben wir rausgekriegt, seit 300 Jahren, bestimmte Stoffe haben Eigenschaften. Irgendein Metall kann man magnetisieren und so. Und dann sagt er, na, dann erfinde ich einen dazu, der die Eigenschaft hat, die Schwerkraft aufzuheben. Das heißt, Science Fiction spielt mit Sachen, die man wissen und rausfinden kann.
Und deswegen sind sozusagen in Science Fiction auch immer so Erklärteile drin. Also du hast in jedem Star Wars Film irgendjemand, der sagt, du musst die Macht so und so gebrauchen oder das Raumschiff ist aus dem und dem Grund kaputt oder müssen jetzt in den Hyperraum oder irgendwas. Selbst Sachen, die sehr weit von der wirklichen Wissenschaft entfernt sind, wie Star Wars, die natürlich haben nicht stimmen, aber die so klingen, als würden sie stimmen. Und genau, dann also das berühmte Techno-Babble bei Star Trek zum Beispiel funktioniert so. Und das Interessante ist für mich nicht, dass damit die Menschen an Wissenschaft und Technik rangeführt werden, weil das müssen wir sowieso, weil sonst sind wir gearscht auf dem Arbeitsmarkt oder so. Sondern umgekehrt, dass die Wissenschaft und Technik treibenden Leute dadurch wenigstens einen kleinen Kontakt behalten zu Kultur, zu Fantasie, zu Möglichkeiten und nicht nur Wirklichkeit. Was man zum Beispiel daran ablesen kann, es gibt hier, habe ich dir mitgebracht, die Zeitschrift Nature. Ja. Die Zeitschrift Nature ist so das Blatt, was alle Leute, die Wissenschaftsjournalismus treiben oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, checken können für, wenn sie eine Grundausbildung haben, in ein paar Sachen, die man so bis Ende Gymnasium braucht und dann was studieren, was wissenschaftlich ist und sie werden Mediziner oder Physiker oder was ganz anderes, dann kriegen sie Nachrichten aus allen anderen Feldern. Und diese Zeitschrift hat jede Ausgabe hinten etwas, das heißt Futures, und das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Das heißt, Gott sei Dank gibt es die Science-Fiction, sonst würden die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen gar nicht mehr Teil unserer Kultur sein und gar nicht wissen, was die Leute aufgeilt, was die Leute entsetzt, was die Leute irgendwie sonst so beschäftigt. Und es gibt einen regen Austausch. Ich meine, du hast Arthur C. Clarke in dem Vorspann zu diesem Steve Jobs-Film, der sagt, alle werden einen Computer haben. Er war ein Science-Fiction-Autor. In jedem Haus wird so ein Ding stehen. IBM hat noch zu einer bestimmten Zeit gesagt, ach, lohnt sich nicht diese Entwicklung. Es gibt einen Markt für 30 Computer auf der Welt oder so. Der Science-Fiction-Trottel hat recht gehabt. Das heißt, es braucht diese Kreativität oder diesen Ausblick, mal in eine Welt hineinzuschreiben, die man sich so nicht vorstellen kann, wo auch nicht die Gesetze gelten müssen, die hier gelten, weil sie was in uns freisetzen und befriedigen oder anregen, was eben das Normale in Anführungszeichen nicht tut. Finden, kann neue Perspektiven finden, kann zum Beispiel eine Angst finden, überwacht zu werden, an die man gar nicht gedacht hat, bevor irgendjemand so ein Buch geschrieben hat. So, und die Techniken, mit denen du so eine Welt baust, sind bei Filmen natürlich ganz andere. Da hast du heute Computer-Generated Imaging und kannst die Welt einfach zeigen. Und viele Science-Fiction-Autorinnen und Autoren hatten immer Angst vorm Kino. Warum? Weil sie denken, hey, dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Konstruierte an der Welt und dass es darum geht, deinen Verstand zu aktivieren, wird nicht passieren, wenn die Leute nur was sehen. Aber da wird unterschätzt, wie schnell wir Informationen prozessieren. Die konnten sich das teilweise nicht vorstellen, als der H.G. Wells gegen Metropolis war, als Harlan Ellison gegen Star Wars war, dass man im Kino sitzen kann. Metropolis können wir ganz kurz sagen, 1927. 1927, genau. Eine Stadt mit einer Ober- und Unterschicht, sozusagen der erste echte Science-Fiction-Film. Naja, vorher schon die Franzosen so mit ein paar Effekten, weil du kannst halt sehr schnell, wenn du diese Technik hast, mit der du einen Film machst, stellst du fest, wenn das noch so ein paar Bilder nacheinander sind zum Beispiel, kannst Zeitlupe, Zeitraffer, du kannst ein Pferd verschwinden lassen, indem du es einfach dann weiterfilmst und wegträgst und so. Und das gibt dir sozusagen auf der Ebene der Effekte eine Möglichkeit, eine Welt aus Effekten zusammenzusetzen. Und diese Schreiber sind es halt gewohnt, eine Welt wie ein Argument zu bauen. Und deswegen denken sie, das geht zu schnell und das kriegt niemand mit. Aber wenn du heute Diskussionen im Netz verfolgst über irgendeinen Film, stellst du fest, die Leute nehmen das alles auf. Die Leute gehen das erste Mal in irgendeinen Marvel-Film und sehen 7000 Details, die ein Filmkritiker, der so an ein anderes Tempo gewohnt ist, überhaupt nicht mitkriegt. Das heißt, du sagst im Prinzip, ob das am Ende geschrieben ist oder ob es gefilmt ist, du hast nahezu dieselben Möglichkeiten. Du hast ganz spezifische andere Möglichkeiten. Du kannst mit einem Film was machen, das kannst du nicht machen mit einem Text, aber das gilt auch umgekehrt. Oder anders formuliert, der Film macht es nicht kaputt oder schränkt es zu sehr ein, nee, was genau. geschrieben ist. Du musst einfach nur mit diesen Gesetzen spielen. Also wenn du die Expanse nimmst, diese Netflix-Serie, da kannst du halt aus dem Wissen über die Keplerschen Himmelsmechanikgesetze solch geile Raumschlachten machen, die eine ganz andere kinetische Wirkung haben als sozusagen naive, frühe Science-Fiction-Filme, in denen halt ein Laserstrahl von irgendwo nach irgendwo geht. Während du da plötzlich anfangen kannst, weil die Computer das können heute, die Filme so möglich machen, diese relativen Bewegungen auch mit reinzurechnen und so weiter. Und dann hast du irgendwie eine ganz andere Art von Kollateralschaden. Und das ist ein realistisches Bild davon, wie heute Sachen kaputt gemacht werden. Realistisch, nochmal. Realistisch deswegen, weil die Gesetze, die es regieren, benutzt werden können, was anderes zu erzählen, was dir dann erst klar macht, was die Gesetze sind. Weil sozusagen das ja eigentlich der echte Zugang mit ist, den man kaum verstehen kann, ohne den Zugang, den diese Person dann auch oft dazu hat, weil dieses sozusagen, das Objektive so gibt es ja in dem Sinne sowieso nicht, sondern es hat die Bedeutung, weil es die zum Beispiel für dich hat und weil du bestimmte Erlebnisse dann hast, wenn du bestimmte Geschichten liest, die dich dann weiterbringen oder fesseln. Ich erinnere auch an den, also kurz danach erwähnt, Jeff D. Five, die Geschichte, die auch, wo du auch sagst, zum ersten Mal hast du da literarische Technik überhaupt verstanden, weil eben dieser Schluss, dass der
tot ist offensichtlich, ja, dort aber nicht aufgeschrieben wird, sondern für dich sich aber trotzdem erschließt und du dann fragst ja, woher weiß ich das denn eigentlich? Weil Science Fiction handelt von einem Gap, von einer Lücke zwischen der Wirklichkeit und dem, was alles möglich wäre, nach allem, was wir wissen oder uns vorstellen können, geht es oft um solche Fragen, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Was heißt es, wenn das wahr ist? Contact zum Beispiel endet damit, die Jodie Foster war so und so viele Stunden irgendwie woanders, bei Außerirdischen, auf der Vega und hat mit denen geredet, fällt durch dieses Zeitportal, fällt unten wieder raus. Und dann sagt sie, ich habe irre Sachen erlebt, ich muss euch was erzählen, das ändert die ganze Welt, das ändert alles. Und de facto ist es dann so, nee, du warst doch nur 2 Sekunden da weg, du bist doch nur da durchgefallen, wir haben es doch gefilmt von außen. Und dann bist du als Zuschauer so, was stimmt denn jetzt? Hat sie das geträumt, hat die einen an der Waffe, was ist da passiert? Und dann hast du am Schluss, und das ist der Science-Fiction-Dreh, der James Woods nimmt die Kamera in die Hand und die ist kaputt, die hat nicht gefilmt, weil offenbar die Außerirdischen das nicht wollen oder eine Technik haben, dass es nicht geht. Aber du siehst, hey, so und so viele Stunden sind gefilmt worden. Das heißt, sie war tatsächlich weg und es ist irgendwas mit der Zeit passiert. Das heißt, Science Fiction spricht aus, dass es einen Abstand gibt zwischen wirklich möglich, was wir wissen können und was wir nicht wissen können. Aber das Faszinierende ist, wir können über das reden, was wir nicht wissen können, indem wir uns vorstellen, wie es sein könnte. Kannst du einmal noch so eine kurze Übersicht geben? Jetzt haben wir auch schon gesagt, wo es anfängt. Du hast Mary Shelley schon genannt und jetzt sind wir heute in 2019. Da ist ganz viel passiert und dieses Genre hat sich ja auch verändert oder es gab bestimmte Wellen einfach. Wir haben über Asimov gesprochen, aber es gab dann auch, der für einen bestimmten Zyklus oder Welle auch stand. Danach gab es aber andere. Kannst du einmal ganz kurz sagen, was da passiert ist? Zwei Sachen haben sich fundamental die ganze Zeit verändert. Das sind die Mittel und die Zwecke, zu denen man die Mittel einsetzt. Die Mittel haben sich verändert, weil es ging los mit dem Zweck, den hat Hugo Gernsback, der das Ding benannt hat. Also es heißt Science Fiction, weil es seit den 20ern so heißt. Das war ein Typ, der Zeitschriften rausgebracht hat, in denen so Zeug stand. Und dessen Idee war, diese ganze Kultur hat uns nicht vorbereitet, auf was jetzt passiert. Die hat uns nicht auf den Ersten Weltkrieg vorbereitet. Ja. Wir brauchen Leute, die informiert sind. Das heißt, das war tatsächlich erzieherisch gedacht im Sinne von Information. Dann kam die zweite Welle mit John W. Campbell, der gesagt hat, das sind aber schlecht geschriebene Geschichten, weil das sind immer nur so Textbuchaufgaben wie Mathebuch. Ja. Ich will aber was mit Menschen haben und hat den Leuten das beigebracht. Dann wurde klar in den 60ern, wir sind jetzt in den 40ern, 50ern, in den 60ern wurde plötzlich klar, was heißt Geschichten von Menschen? Das sind nur bestimmte Menschen, nämlich Jungs wie ihr, amerikanische, weiße Typen mit Familie, die irgendein naturwissenschaftliches Fach studiert haben. Da gibt es noch eine Menge andere Leute. Da gibt es Leute, die Biologie studiert haben, da gibt es Leute, die Soziologie studiert haben, da gibt es Schwarze, da gibt es Frauen, da gibt es Leute mit ganz anderen Familienhintergründen oder ohne Familien. Da gibt es Samuel Delaney, einen Schwarzen, da gibt es Joanna Russ, eine Frau. Die schreiben von anderen Sachen und sie schreiben auch auf eine andere Art. Dann kommt nämlich irgendwie rein, die Moderne hat noch andere literarische Techniken, als irgendwie sich so Leute wie Campbell vorstellen konnten. Da gibt es avantgardistische Techniken, sind wir in den 60ern. 70er, 80er ist so ein bisschen eine Brache, weil plötzlich diese Medien-Science-Fiction so nach vorne kommt. Durch Star Wars, durch Star Trek. Auf einmal ist Science-Fiction hauptsächlich vom Fernsehen und vom Film regiert. Dann waren die etwas ratlos, wie sie dem jetzt begegnen sollen, weil so ein Wow hast du nicht, wenn du ein Buch liest, wie du hast, wenn du in Star Wars sitzt das erste Mal oder auch bei Kubrick in 2001. Aber davon haben sie sich erholt, indem sie gesagt haben, dann fangen wir nochmal vorne an und reden drüber, was Technik ist und was Technik wird. Und dann kommt Cyberpunk in den 80ern und das ist praktisch schon die Sache, die die Heraufkunft des Computers und des Netzes begleitet. William Gibson zum Beispiel. William Gibson zum Beispiel, Neuromancer und solche Geschichten. Bald danach dann das auch im Kino. Das hat immer ein bisschen gedauert, bis es im Kino dann ankam, wenn es sehr weit vorne war vom Kopf her. Das war dann Matrix. Und inzwischen haben wir wieder so einen Knall, wie er in den 60ern passiert ist, weltweit, nämlich wieder neue Stimmen, wieder andere Leute. China ist dazugekommen, Xi Jinping, Qianfeng Chen, Leute, die auch politisch einen ganz anderen Hintergrund haben als wir und deswegen auch eine ganz andere Vorstellung davon haben, was zum Beispiel das Verhältnis von Figuren zu ihrer Gesellschaft ist und so weiter. Da kommt jetzt auch Kino auf uns zu. Das wird super, super spannend, das wird super interessant. Dietmar, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, jetzt um mir darüber zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut. Eine Empfehlung noch, was ist denn eigentlich das Beste, was du in letzter Zeit gelesen hast, was dich wirklich vom Hocker gerissen hat? Ich war total überrascht, weil irgendwann denkt man kennt das Feld so gut, dass man sogar weiß, wo man gucken muss. Und wo ich nicht gedacht hätte, dass ich was finde, ist im Superhelden-Comic. Weil das ist jetzt ein bisschen durch nach dem Avengers-Ding, nachdem das fertig ist. Die X-Men. Die X-Men haben dieses Jahr eine Serie gehabt, die haben einen schlechten Film gehabt dieses Jahr, Dark Phoenix, den fand ich mies. Aber die haben eine Serie gehabt von 12 Heften, Jonathan Hickman, der sich überlegt hat, es ist immer die Geschichte, diese Mutanten, die sind anders, die können mehr als wir, die werden verfolgt, weil sie mehr können, sie wollen uns doch nur helfen. Und dann hast du den radikalen Flügel, das ist Magneto, der will mit den normalen Menschen Krieg führen und Xavier, der mit den Menschen sich einigen will. Und Hickman geht hin, dieses Ding ist, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte alt inzwischen, diese X-Men-Geschichte. Es gibt zig Filme, es gibt natürlich unendlich viele Comics, es gibt Trickfilme und sagt, hey,
beides hat nicht geklappt, ich habe eine neue Idee. Und er hat eine fucking neue Idee und sie ist neu und sie ist eine Idee und diese 12 Hefte sind sensationell. Und das Ding heißt House of X und Powers of 10. Und an Weihnachten gibt es das als Buch. Und wer Science Fiction kennenlernen will von der Seite, die sich einen Dreck drum kümmert, was die Filme vorgeben, wie das sein muss, so eine Geschichte, soll sich das besorgen. Vielen Dank. Thank you.